Ei, gute Wie, es ist wieder Zeit für Hof Bergmann 1-4 im LS 22 und ja, der erste Acker ist fertig gegrubbert, der zweite, ja, Vorgewende und jetzt geht's in die langen Bahnen, also ja, geht doch langsam voran und man merkt inzwischen auch, das Konto steigt tatsächlich deutlich langsamer jetzt an. Also man merkt, der Hofladen ist so gut wie leer. So. Aber ja, da müssen wir halt einfach gucken. Ich meine, so Sachen wie Milch zum Beispiel, ja, Milch, Käse, das sollte ja kein Problem sein. Butter eigentlich auch nicht. Wenn wir mehr Kühe dann irgendwann mal haben, dann kriegen wir da natürlich überall auch ein bisschen, größere Stückzahlen hin. Wo halt, wie gesagt, so ein bisschen die Frage ist, sind die Sachen, die wir in den Gärten anbauen, weil klar, im Moment geht viel für die Kartoffeln drauf. Aber selbst wenn wir die nicht mehr fürs Schweinefutter bräuchten, ich weiß nicht. Mein, die Äpfel waren ja auch ratzfatz weg und Äpfel kann ich nicht vergrößern, da geht nicht mehr. Also ich glaube, da kann ich halt einfach nicht die Menge produzieren, dass es für einen ganzen Tag reicht. Ist ja auch nicht jetzt sonderlich schlimm. Ich meine, wenn ich es woanders verkaufe, ist es auch auf einen Schlag weg und so, ja, geht's halt langsamer weg, auch wenn es nicht einen ganzen Tag reicht. Und wir haben es im eigenen Laden verkauft und ich müsste mal jetzt tatsächlich mal die Preise genau vergleichen, wenn man jetzt nur eine Sache einfüllt, wie viel bekommt man? Und wie viel hätte man dafür bekommen, wenn man es woanders verkauft hätte? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil es ja auch sehr realistisch wäre, dass wir im Hofladen den besten Preis, also die größte Marge dafür bekommen. Denn da sind keine anderen Händler mehr dazwischen, die auch die Hand aufhalten. Von dem her sollte das doch auf jeden Fall lukrativ sein. Was ich mir auch noch überlegt habe, was eigentlich ja auch durchaus interessant wäre, wenn wir ja hier unseren Kompost selber machen. Jetzt Kompost in kleine Säcke abgefüllt, so wie eben das Gartensubstrat, was ich im Händler kaufen kann. Und die dann auch im Hofladen verkauft, fände ich gar nicht mal so schlecht. Man weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch ein Update und vielleicht kommt dann sowas noch mit rein. Dann könnte man da aus dem Kompost vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Aber ja, erstmal heißt es für uns hier aus dem Acker etwas mehr machen. Ja, ich bin echt drauf und dran, ob man nicht doch dann irgendwie, nicht mit dem ganzen Acker, das wird mir wahrscheinlich zu viel, aber ob man nicht doch hier sich einen Teil freilässt und dort Kartoffeln anbaut. Ich meine, Kartoffeln können wir erst im März, April dann anbauen. Aber dass wir uns hier einfach einen Teil des Feldes freilassen. Und dann halt geschaut, dass wir uns vom Garten Kartoffeln da eben aufheben. Ich meine, wir hatten ja jetzt, dass wir drei Anhänger rausgeholt haben. Da könnte man ja sagen, wir nehmen einen Anhänger in den Verkauf, einen Anhänger fürs Schweinefutter und einen als Saatkartoffel aufheben für die erste Ansaat. Dann kam jetzt die Tage irgendwann auch auf ModHub einen Dreireiher raus für die Kartoffelsaat, den ich mit dem Traktor hier sogar betreiben kann. Und dann wäre halt nur noch die Frage mit dem Roden. Und gut, da, wir haben 200 PS etwa. Wenn wir da jetzt die Standardgerätschaft nehmen, na, der bräuchte 200 PS, der bräuchte auch 200 PS.
Da wären wir also schon hart an der Grenze, aber könnte gehen. Es sind ja auch nicht viele Bahnen und es geht hier jetzt auch nicht sehr steil berghoch. Plus, dass ich glaube ich nicht 200, sondern 210 PS im Valtra habe. Also das könnte gut gehen. Sonst wäre die Überlegung, das Grimme-Pack mit reinzunehmen. Da haben wir auf jeden Fall Gerätschaften, die wir auch mit, ja, die wir dann auch wieder hier mitziehen können. Dann könnte man da schon mal ein bisschen, dass wir eine ordentliche Masse an Kartoffeln rausbekommen. Und wenn das jetzt hier so ein Streifen wie das, was jetzt gegrubbert ist, das würde ja anfangs erstmal reichen, um ein bisschen was zusammenzubekommen. Und im Jahr darauf könnte man vielleicht ein bisschen mehr und im Jahr darauf nochmal mehr. Und dann haben wir irgendwann vielleicht wirklich einen eigenen Acker, wo wir nur Kartoffeln machen und so. Dass wir uns da so ein bisschen rantasten. Meinen die Ernte, das müssen wir halt gucken. Die Saatmaschine, die ich da gesehen habe, die da die Tage rauskam, die ist mit Sicherheit nicht teuer. Oder natürlich, wenn wir das Grimme-Pack hier dann sowieso mit reinnehmen, da war, wenn ich mich recht erinnere, auch für die Saatgerätschaften dabei. Dann könnten wir auch sowas nehmen. Oder mit dem Valtra, wo wir sicherlich sogar auch die Standardgerätschaften. Ich meine, das muss ja nicht gleich der ganz Große sein. Hallo, mach uff. Aber den kleineren nehmen 150 PS. Das würde ja auch schon gehen. Und ich meine, hier haben wir 5 Reihen, ne? Nee, Quatsch, hier, die Dämme immer 4. Hier haben wir 4 Dämme. Wie gesagt, das andere, was ich gesehen habe, ich meine, es wäre 3 gewesen. Also wir wären auf jeden Fall breiter, wenn das andere 3 waren, ein bisschen. Wenn das andere sogar nur 2 Reihen war, dann wären wir sogar doppelt so breit. Geld haben wir natürlich erstmal nicht, um uns die Sachen zu kaufen. Wir müssten sie mieten. Damit würde sich dann ab der Kartoffelernte im nächsten Ingame-Jahr unsere Situation, was den Garten angeht, deutlich verändern, dass wir da wieder andere Sachen anbauen können, sodass wir mehr Vielfalt im Hofladen haben. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde die Idee echt nicht schlecht. Lass uns mal hingehen, einfach nur damit wir auch einen kleinen Teil haben, wo wir sehen, hier ist Ende. Wir lassen jetzt hier mal eine Lücke, wo wir Stoppeln stehen lassen und das ist unsere Grenze. Das eine ist dann Kartoffeln und das andere wird dann eben Gerste. Hier wollte ich ja auch Gerste anbauen. So, da haben wir hier so einen kleinen Grenzstreifen dazwischen, der uns das optisch noch mal ein bisschen anzeigt. Damit ich auch bei der Saat weiß, wie weit darf ich nur fahren. So machen wir das jetzt. Ach ja, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Und ich wäre tatsächlich am Überlegen. Ich glaube, ich nehme das Grimme-Pack mit rein. Da habe ich Saat, da habe ich Ernte, da ist halt einfach alles mit drin. Und es ist sogar spritsparend, weil ich den Traktor hier nehmen kann. Und wenn wir dann irgendwann mal mehr Geld haben, dann können wir ja immer noch größere Maschinen uns dann zulegen. Weil mit dem Grimme-Pack, die Sachen, da könnte man ja vielleicht sogar überlegen, ob man sich da, ja, in der ersten Ernte jetzt sicherlich nicht, aber in der zweiten dann vielleicht schon, dass man sich die Sachen kauft, statt sie nur mietet.
wir dann die ersten 4, 5 Jahre damit arbeiten, bis wir uns was Größeres zulegen können, dann macht sich das wahrscheinlich schon bezahlt. Und dann halt schauen. Es muss ja kein riesengroßer Acker sein. Lass uns doch mal die Map-Übersicht schauen. Was hätten wir denn so? Da könnten wir ja vielleicht hier die 11. Guck mal, die ist nicht ganz so groß. Da könnte man die nehmen für Kartoffeln. Da hätten wir auch nicht weit zu fahren, weil die Kartoffeln, wenn wir die hier das Gebäude, hier ist der linke Teil ist Kartoffellager, der rechte Teil ist Rübenlager. Also da müsste man nur von hier ist die Einfahrt, hier runterfahren, da rein, ab ins Lager. Und kann wieder raus weitermachen. Da wären wir also echt sehr, sehr nah bei der ganzen Angelegenheit. Und genauso natürlich beim Kartoffellegen ist die Legemaschine leer. Fahren wir nur hier rein, holen Nachschub und fahren wieder raus. Das, ja, das wäre ideal dafür. Das Land kostet, ja, runden wir mal auf einen glatten Betrag auf, sind wir bei 85.000. Jetzt die ersten Kartoffeln haben wir eh hier neben einen Streifen. Allein schon, weil wir das dann ja auch brauchen für die nächsten Saatkartoffeln. Für den Streifen hoffe ich, dass wir bis dahin aus dem Garten halt genügend Kartoffeln beiseite kriegen. Wenn der Streifen nicht voll wird, weil die Saatkartoffeln leer sind, dann ist es halt weniger. Sollten am Ende noch welche übrig bleiben, ja gut, dann haben wir halt ein bisschen übrig, was wir in den Hofladen stecken können. Oder aufheben für den Fall, wenn wir dann das andere Feld haben. Aber ja, Kartoffeln so lang aufheben ist ja eigentlich auch nicht unbedingt so ideal. Ah doch, ich glaube, das machen wir. Also erinnert mich dran, wenn ich es wieder vergessen sollte. Ich glaube, das machen wir. Dann dementsprechend, wir sind ja jetzt Jahr 1, im Jahr 2 wird hier angebaut und ja, Jahr 3, Jahr 4. In einem von den beiden, das was dann hinbekommen, fällt 11. Und wenn die Saatkartoffeln da für beim ersten Mal auch noch nicht reichen, für den ganzen Acker damit zu bestücken, ja, dann ist es halt so, aber im Jahr drauf sollte es dann wieder gehen. Da haben wir ja dann die ganze Ernte, das halten wir erstmal zurück. Und erst wenn wir merken, wir haben Überschuss und wir wissen, wir müssen uns dann natürlich merken, wie viel wir dort für die Saat dann verbrauchen. So viel müssen wir immer aufheben und den ganzen Rest können wir dann für Schweinefutter und natürlich gegebenenfalls, wenn es funktioniert, auch für den Hofladen nehmen. Boah, ich finde das eine fantastische Idee. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Generell auch, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Soll ich irgendwas anders machen? Gerne in die Kommentare reinschreiben. Es ist natürlich nicht, dass das jetzt ein Wunschkonzert ist und alles, was geschrieben wird, wird umgesetzt. Aber es ist zumindest so, dass ich damit dann natürlich da mal überlegen kann, ob ich was anders mache oder nicht. Also keine Garantie, dass sich was ändert, aber vielleicht ist ja der ein oder andere Vorschlag dabei, wo ich sage, ja stimmt, das, ja, das hört sich gut an, das mache ich. So. Ah, hier grubbern wird natürlich noch ein bisschen dauern. Der Acker ist groß, 20 nach 2 in-game schon. Also ich denke mal, das wird auch vermutlich 15 Uhr werden, bis ich dann hier fertig bin. Dann habe ich ja gesagt, eben schnell die Pferdchen ausreiten und ja, danach mit der Saat beginnen. Und ich glaube inzwischen auch, also dass ich den Spielstand hier auf Twitch mal spiele, das können wir glaube ich vergessen.
Das wird nichts. Der wird YouTube-only bleiben. Denn Problem ist halt immer dann, wenn ich mal gerade Lust und Zeit hätte, um das auf Twitch zu spielen, wäre es ein zu großer Spoiler, weil ich ja doch ein paar Folgen immer voraus schon bin. Und dann würde man vielleicht einen Fortschritt sehen, der auf YouTube halt noch nicht zu sehen war. Und das Ganze steht da so ein bisschen im Weg. Und deshalb denke ich mal, nee, das wird dann doch YouTube-only bleiben, dieses Projekt hier. Aber schaut natürlich trotzdem gerne auf Twitch vorbei. Denn da spiele ich andere schöne Sachen. Sagt die irgendwo in Thüringen, die, wenn nicht gerade Winter dort ist, mehrmals die Woche meistens stattfindet. Jetzt neulich ein neues Projekt, also während der Aufnahme liegt es noch in Zukunft. Es startet erst heute Abend. Wenn ihr das Video seht, hat es aber schon stattgefunden. 4 Farmer für ein Gülleluja. Zusammen mit Nördling, mit Ela und mit Nieschen. Und ja, bin auch mal gespannt, wie gut das wird, wie gut das bei euch ankommt und so. Freue mich drauf. Wir haben da doch auch ja, schon was länger dran gesessen an der Planung. Dann mussten wir den Start leider nochmal verschieben und jetzt findet es endlich statt. Und ich bin ein bisschen hyped. Ich freue mich. So. Guck mal, wenn wir allein schon überlegen, jetzt von dem Streifen, sind wir auch schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Es dauert noch ein bisschen, wir sind noch nicht ganz Feldmitte, aber ja, es geht voran, es geht voran. Also selbst so ein kleiner Grober ist jetzt noch nicht der Weltuntergang. Was wir natürlich dann gucken müssen, wenn wir Kartoffeln anbauen, die müssen wir pflügen. Ich meine, bei Kartoffeln sagt das Spiel, wir müssen pflügen. Und das wird dann, brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden, das wird dann natürlich ein Pflug, den der Waldrat zieht. Da werden wir nicht was so Kleines holen, was der Traktor hier packt. Nee. Da muss dann der Waldrat ziehen. Aber ja, mit den 200 PS sollten wir doch. Ja, so irgendwie 4 Schar, so in der Richtung, müssten wir eigentlich schon auch hinkriegen. Wird sich natürlich auch ein bisschen ziehen, aber ja, mit dem Acker 11, der ist ja jetzt auch nicht so riesig. Von dem her. Und vorher ist ja nur das bisschen daneben, also sollte alles machbar sein. Gut, dann würde ich sagen, ich flüge hier noch ein bisschen voran und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.